Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Punch Club. Ja, wir haben letzte Folge noch ganz erfolgreich den Ninja Turtle besiegt. Den Bill, glaube ich, war es. Und ja, jetzt müssen wir natürlich weitermachen. Haben auf jeden Fall einen Haufen Talentpunkte bekommen, die wir dann natürlich noch verteilen können. Da wäre auf jeden Fall die hohe Rückhand möglich. Das wäre eine Maßnahme. Oder alternativ müssten wir halt auf den Kinnhaken gehen. Dazu müssten wir allerdings noch ein bisschen leveln, weil dann könnten wir das Muskelgedächtnis natürlich auch noch aktivieren. Und dann hätten wir mindestens Werte von halt 4, 4, 4. Und das ist, glaube ich, richtig geil, wenn wir das so hinbekommen würden. Die Frage ist natürlich, was jetzt am effektivsten ist, dass man natürlich auch schnell vorankommt, auch mit den Kämpfen. Aber ich denke mal, ja, so ein bisschen Stärke ist natürlich dann nicht das Verkehrteste, oder? Vielleicht sollten wir das machen. Dazu bräuchten wir allerdings hier erstmal für den Kinnhaken Stufe 3. Ich denke mal, wenn der Punkt jetzt 8 Punkte kostet, brauchen wir insgesamt dann nochmal 9 oben drauf für das Muskelgedächtnis. Das heißt, wir wären dann bei 17 Punkten, die wir insgesamt brauchen. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall noch einen Kampf fighten. Das kriegen wir aber hin. So, wir werden erstmal nach Hause pirschen und dort mal ein bisschen trainieren. Haben wir eigentlich Kämpfe gerade noch am Laufen? Anmeldebeginn morgen. Okay, Kampf morgen. Auf den Kampf könnten wir uns sozusagen vorbereiten. Das heißt, wir werden das mal wirklich in Angriff nehmen. Ich weiß gar nicht, wie wir mal essenstechnisch gerade ausgerüstet sind. Wir laufen mal zu Fuß nach Hause. Gucken wir mal in den Kühlschrank rein, was wir dort alles parat haben. So, da lädt er erstmal kurz, aber okay. Wir haben noch ein bisschen was da. Wir haben Fleisch da, wir haben Tiefkühlpizzen da, also so schlimm sieht es gar nicht aus. Das heißt, ja, erstmal trainieren, oder? So, Gewichte stemmen. Das ist die richtige Maßnahme dann, wenn wir die Stärke nach oben bekommen wollen. So, da legen wir los. Aber warte mal, das ist uneffektiv. Wir sollten das abbrechen. Stopp. Wir müssen erstmal unsere Laune nach oben bekommen. Stimmung 30% nur. Das heißt, wir setzen uns mal ganz kurz vor die Glotze. Und bringen, wie gesagt, hier unsere Stimmung nach oben, dass wir da auch, was das angeht, wieder gut aufgestellt sind. So, wie weit haben wir es? 43%, weiter steigt. Ich glaube, so ab 52% müsste es in Ordnung sein. Wir warten mal bis 60%, wenn es geht. So, hätten wir, wunderbar. Und dann jetzt nochmal schön Gewichte stemmen, auf das wir wirklich mit Nachdruck dann auch Treffer landen können. So, jetzt sieht es schon wesentlich besser aus, wunderbar. Und auf 2 hätte ich es schon gerne, eventuell sogar auf Level 3, wenn es noch irgendwie geht, wenn wir das hinbekommen. Aber ich glaube, das wird trainingsmäßig, wenn wir das heute nicht hinbekommen, oder? Wir legen auf jeden Fall ganz ordentlich los, müssen aber auch den Tag im Auge behalten, weil ich glaube, der Kampf ist heute. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, wir kriegen es auf Level 3. Jawohl, wunderbar. Guck mal, sieht sehr gut aus. So, dann würde ich vorschlagen, wir setzen mal den nächsten Ultimate Fight ein. Und ja, guck mal, gegen wen müssten wir denn kämpfen? Sehen wir das zufällig? Nein, okay, sehen wir leider nicht. Gut, das heißt, wir müssen einfach so uns ins Kampfgetümmel stürzen. Das machen wir aber. Das sollten wir hinbekommen. So, unser Gegner hat 2-5-3, wir haben 3-4-4. Also wir sind, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Was hat er? Techniker. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ausweichst, ist höher und mehr Geschick abhängig. Und er hat ein hohes Geschick. Okay, na gut, wir gucken, dass wir das hinbekommen. So. Da haben wir schon mal einen ordentlichen Treffer gelandet. Sehr schön. Kassieren aber auch ein bisschen. Ja, und das ist nicht so knapp eigentlich. Aber wir könnten es auf die Reihe kriegen. Wir sind ja wirklich gut aufgestellt. Und wenn wir einen Treffer landen, sind wir halt gut dabei. Dadurch, dass wir jetzt wirklich nur auf Stärke gegangen sind. So, schauen wir mal. Ausdauermäßig sieht es bei uns aber ganz schön gefährlich aus gerade. Das ist nicht gut. Oh, und wir kassieren ganz ordentlich. Ja, aber unsere Ausdauer ist gleich zu Ende. Scheiße, okay, da müssen wir aufpassen. Den hohen Schlag müssen wir definitiv rausnehmen. Der verbraucht zu viel Ausdauer. Was hätten wir hier? Den ganz normalen Schlag, das wäre noch möglich. Den hohen Tritt, der verbraucht auch 5 Energie. Das liegt, ich glaube, das hat was mit der Stärke zu tun, dass wir jetzt mehr Stärke haben, dann verbraucht das halt mehr Energie. Das ist natürlich ungünstig. Warte mal, dann nehmen wir den ganz normalen Schlag, der verbraucht nur 3 Energie. Das sollte machbar sein. Und dann gehen wir nochmal auf den Kampf und gucken mal, dass wir das nochmal hinbekommen. Also heißt das im Endeffekt, wir müssen halt Ausdauer und Geschick jetzt noch nach oben bekommen, so im Vergleich zur Stärke. Sonst haben wir keine Chance, das zu schaffen.
Ja, da hat er uns hingelegt. Jawohl. Das ist ungünstig und wir kassieren ganz ordentlich und können nichts dagegen machen gerade. Wir müssen, glaube ich, mal einen der Skills rausnehmen. Wie wäre es mit dem normalen Schlag, dass wir den entfernen? Ich weiß nicht, ob er dann weniger macht. Ich darf so nicht kämpfen. Okay, wir müssen etwas auswählen. Was verbraucht das Blocken? Das Blocken verbraucht nur eine Energie. Guck mal, dann nehmen wir das Blocken mit rein. Und gucken wir mal, dass wir es darüber hinbekommen. Also wir schlagen ihn schon kräftig nach unten, aber ja, da hat er uns wieder hingelegt. Ich glaube, wir haben zu spät reagiert, oder? Wir hätten zeitiger das machen müssen. Und da wird er uns nämlich gleich wieder hinhauen. Okay, wir hatten kurz... Ja, okay, da liegen wir wieder. Der Kampf ist, glaube ich, aussichtslos. Das haben wir versemmelt. Ach Mist, okay. Schade. Ja, wir verlieren 60 Gesundheit, bekommen 20 Dollar. Das reicht für eine Pizza. Zwei Talentpunkte kriegen wir auch noch. Wir hätten das zeitiger umstellen müssen, glaube ich. Sonst hätten wir es vielleicht sogar schaffen können. Gut, lässt sich jetzt nicht anders machen. Wir werden den Kinnhaken schon mal erforschen, dass wir den schon mal mitnehmen. Lernen, jawohl. Und dann bräuchten wir hierfür, für das Muskelgedächtnis, wahrscheinlich dann 9 Punkte. Genau, da fehlt uns noch genau einer. Okay, wir müssen erstmal nach Hause. Das werden wir mal, ja, das werden wir mal zu Fuß machen. Und heute müsste auch Anmeldetag sein. Jawohl, das machen wir dann mal direkt, dass wir das auch schon mal hätten. Gut, wir können noch ein bisschen trainieren. Ich glaube, der Kampf ist erst in 3 Tagen, oder? Nee, in 2 Tagen. Gut, das sollten wir aber auch hinbekommen. So, dann sollten wir auf jeden Fall Ausdauer trainieren. Das wäre fast das Wichtigste, dass wir die jetzt nach oben bekommen. Denn ohne Ausdauer schaffen wir das sonst nicht. Also von daher müssen wir da dranbleiben. Hier werden wir gleich wieder absinken auf 2, genau. Das ist in Ordnung aber. So, stell dich nochmal hier drauf. Und lauf nochmal eine Runde. So, ich glaube, der Kampf ist dann morgen. Also den heutigen Tag können wir dann sozusagen nochmal trainieren. Okay, jetzt wird es langsam uneffektiv. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ausdauer zu trainieren, eigentlich gar nichts weiter, oder? Das Springseil, also wir bräuchten noch ein Springseil für zu Hause. Was das angeht, ist das Fitnessstudio natürlich doch besser, weil da haben halt alles an Möglichkeiten. Und so, jetzt hat er erstmal Hunger, okay. Aber wir sind fast auf Level 5, das ist schon mal ganz nett. Wir gehen erstmal an den Kühlschrank ran, mampfen ein bisschen was. Wir werden, glaube ich, mal die Pizza erstmal vertilgen. Nehmen wir mal 2 Pizzen zu uns. Genau. Vielleicht, nee, das Steak lassen wir mal noch. Wir hauen uns erstmal schlafen. Dass wir erstmal schön die Energie regenerieren. Und am nächsten Tag gibt es dann nochmal lecker Steak. Das gönnen wir uns dann nochmal. Aber ich glaube, Fitnessstudio lässt sich halt auch nicht vermeiden. Also, weil zu Hause können wir nur bedingt trainieren. So viel können wir da gar nicht machen hier. So, ein Steak, vielleicht noch ein zweites hinterher. Ja doch, nehmen wir mal 2 Steaks zu uns. So, wunderbar. Und dann nochmal schön trainieren, nochmal schön aufs Laufband stellen und das auf Level 5 hochbekommen. So, und zeitgleich wahrscheinlich dann aber auch gleich wieder, genau, nochmal auf die Matte schön Liegestütze machen. Aber erstmal hier nochmal das auf Level 5 hoch. Das heißt, wir können jetzt gleich switchen, weil das trainiert ja das auch noch ein bisschen. Gut, und dann kriegen wir hier unsere Stärke dabei, nämlich nochmal nach oben. Können uns auch gleich nochmal an die Bank hier legen und dann nochmal ein paar Gewichte stemmen. Aber es sollte schon passen, genau. Jetzt haben wir 3, 4, 5. Das ist nicht optimal so, aber wir kriegen das hin. So, Kampf, ja, werden wir mal in Angriff nehmen. Gucken wir mal, gegen wen müssen wir denn kämpfen? Steht das schon fest? Ja, bestimmt, oder? 2-1-2, guck mal, das sollte man doch ganz locker schaffen. Den stecken wir doch in die Tasche, das ist doch gar nichts. Ja, machen wir natürlich, sehr gerne sogar mit Kusshand. So, dann lass mal loslegen und dem mal ordentlich auf die Fresse geben. Hm. So, das Blocken können wir, glaube ich, weglassen, oder? 2, 3 Energie. Wir lassen das Block mal weg und gehen stattdessen auf den Kinnhaken. Der würde 6 verbrauchen. Ne, das ist nicht ganz so prall. Der hohe Tritt verbraucht immer noch 5. Hm, das ist richtig heftig an Energie, was wir dort verbrauchen, aber wir testen es mal. Vielleicht kriegen wir ihn ja sogar in der ersten Runde irgendwie platt, wenn wir da ordentlich zu lang. So, gucken wir mal. Da haben wir schon mal ein bisschen was ausgeteilt. Aber da stelle ich mir, oder habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Komm, ich will eigentlich in der ersten Runde schon gut die Hälfte ihm abziehen. Der hat gesessen, der letzte.
17 Schaden hat man eben da reingedrückt. So, und nochmal. Jawohl, also wir kommen der Hälfte näher. Komm, noch ein bisschen. Leg nochmal drauf. Energiemäßig müssen wir halt aufpassen, dass wir unseren Energiehaushalt im Griff halten. Oder im Griff haben. So, wir werden auf Blocken gehen. Das verbraucht halt nicht ganz so viel. So, dann leg los. Und nochmal ordentlich drauf. Komm, gib's ihm. Na, wir stecken ein bisschen ein, aber gut, uns juckt das, glaube ich, eher weniger. Er ist halt gleich am Ende und darum geht's einfach. Guck mal, da haben wir ihn fast schon. Vielleicht kriegen wir es sogar diese Runde hin. Wäre natürlich ein Träumchen. Ausdauermäßig passt es auch ein bisschen besser in dieser Runde. Wir sind zwar immer noch schwächer als er von der Ausdauer, aber es wird machbar sein. Also wir kriegen ja gleich wieder ein bisschen Ausdauer dazu durch den Rundenwechsel, genau. Und dann sollte das doch drin sein, dass wir ihn jetzt flachlegen können. So, dann leg mal los, Junge. Also war, glaube ich, ganz gut, dass wir halt die Ausdauer noch ein bisschen geskillt haben. Sonst wären wir jetzt definitiv schlechter dran gewesen. So, ja, wir müssen trotzdem aufpassen. Wir sind gleich am Ende der Ausdauer. Scheiße, komm, pass auf dich. Jawohl, dann haben wir den Kampf gewonnen, aber ganz knapp von Ausdauer. So, da kriegen wir nochmal drei Talentpunkte. Wunderbar, die können wir jetzt nämlich gleich investieren. Sobald wir dann Dingens, also die Stärke auf Level 4 bekommen haben. Hey, guck mal, du warst nur noch faltsam. Das war super, nicht wahr? Willst du gleich nochmal? Ja, das war super, aber ich muss trainieren. Ja, sicher, auf geht's. Wie, gleich nochmal? Also, wir können das machen, aber... Okay, so macht man das. Ich muss jetzt los. Meine Schwester kommt aus dem College wieder. Sie ist echt klug. Komm doch einfach mal bei mir zu Hause vorbei. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Abgemacht, Roy. Ich komme vorbei, wenn ich mich vom letzten Kampf erholt habe. Roy ist echt ein guter Kerl. Hm, okay. Wie, gleich nochmal? Okay, nee. Anmelden. Anmeldung in 2 Tagen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit sogar. So, dann können wir, wie gesagt, als nächstes dann das Muskelgedächtnis trainieren. Dazu brauchen wir aber erst Level 4. Das heißt, wir müssen nach Hause. Wir werden vorher nochmal beim Supermarkt vorbeigehen. Das machen wir mal zu Fuß. Holen uns hier nochmal ein Stückchen Fleisch. Dass wir mal 2 auf Lager haben. Und dann würde ich denken, ab nach Hause. Zu Fuß, jawohl. Und halt, das war das falsche Zuhause. Hey Roy, ja. Hey Kumpel, schön dich zu sehen. Was ist los? Also ich wollte meine Schwester abholen, aber mein Auto hat eine Panne. Der Skandal aber auch. Verdammt, das ist ja blöd. Hm. Ja, jedenfalls habe ich meiner Schwester von dir erzählt und wie toll du bist. Aha. Welcher Kerl erzählt seiner Schwester, dass sein Kumpel toll ist? Sie ist nicht wirklich beeindruckt vom Kämpfen. Aber hey, du solltest ihr mal Hallo sagen gehen. Du bist ein toller Kerl. Haha. Okay. Triff Roys Schwester Adrian. Ich hoffe, sie ist nicht so wie er. Na, optisch hoffe ich schon mal nicht, aber sieht schon mal, glaube ich, wesentlich besser aus als er. Super, und jetzt komm, lass uns über Taktik und so reden. Danach können wir zusammen trainieren. Bitte Roy mit dir zu trainieren. Später mal, wir müssen erstmal selber trainieren. Und zwar, wie gesagt, ein Dingens hier. So, lass mal machen. Ein bisschen Energie und Essen haben wir noch. Das heißt, jetzt können wir nochmal ordentlich uns auspowern. Und müssen halt die Stärke auf Level 4 hochbekommen. Dass wir das dann auch dementsprechend skillen können. Und dann müssen wir halt uns für die nächsten Kämpfe auf jeden Fall ausdauermäßig und Geschick, ja, vom Geschick her noch ein bisschen vorbereiten. So, ich hoffe, wir kriegen das hin, ohne weitere Probleme. Jetzt nimmt das die Trainingsintensität schon ab, aber ein bisschen lassen wir noch. Den Rest kriegen wir vielleicht über Liegestütze hin. Komm, wir machen mal ein paar Liegestütze noch, das sollte dann passen. Ja, guck mal, das wird langsam. Wichtig wäre es vor Tageswechsel, weil sonst kriegen wir das gleich wieder abgezogen. Ja, wunderbar. Okay, sehr schön, haben wir. Und dann Talentbaum und Muskelgedächtnis aktivieren. Lernen für Neuen, jawohl. So, das hätten wir. Dann können wir nämlich als nächstes dann die hohe Rückhand machen und hier die guten Schuhe und so weiter trainieren. Mit diesen Sneakers könntest du stundenlang rennen. Du erhältst 15% mehr Ausdauer beim Training. Das ist natürlich nett. Du hast rote Sneakers, also läufst du schneller durch die Stadt. Läufst du schneller durch die Stadt zu laufen, nimmt 30% weniger Zeit in Anspruch. Wer hat behauptet, dass es einfach sei, mit Stäbchen zu essen? Du erhältst 10% mehr Geschick beim Training. Das ist, glaube ich, was Wichtiges. Das sollten wir uns holen. Und dazu wäre natürlich die hohe Rückhand ganz nett. Was wäre das hier? Motivation. Wenn er dich so ansieht, schaffst du noch eine Runde. Du erhältst 10% mehr Stärke beim Training. Natürlich auch ganz nett.
Aber ich glaube, hier oben Reisesser sollten wir mal als nächstes in Angriff nehmen, dass wir halt wirklich auf Geschick und Ausdauer wieder gehen können. So, ein bisschen trainieren wir immer noch. Und zwar halt Geschick. Ganz wichtig. Und dann natürlich aber auch die Ausdauer. Das wird halt das sein, worauf wir uns jetzt versuchen zu spezialisieren. So, dass wir Geschick erstmal auf Level 5 bekommen und Ausdauer vielleicht auf Level 5 halten können. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sehen wir jetzt im Moment ganz gut aus, was die Werte angeht. Ich hoffe, wir können das irgendwie beibehalten. Müssen wir halt mal gucken. So ein bisschen Ausdauer können wir nochmal trainieren oder auch nicht. Da haben wir schon Hunger. Und wir müssen uns anmelden. Ja, machen wir. Gegen wen kämpfen wir? Wettkämpfe. Roy Jackson. 4-2-3 sollten wir schaffen. Sollte drin sein. So, aber erstmal ordentlich mampfen. Dann eine Runde aufs Ohr legen. Dann müssen wir nochmal mampfen, dann brauchen wir schon wieder Kohle. Dann müssen wir irgendwie wieder Geld rankriegen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann werden wir mal eine Runde arbeiten gehen. Ich glaube, das sollte dann passen. Vielleicht auch zwei Runden. Ja, dann verlieren wir aber wieder die Werte. Das ist natürlich ungünstig. So, erstmal ordentlich essen. Dann in die Stadt auf jeden Fall. Und gehen wir Pizza ausliefern. Ja, ich glaube, wir gehen Pizza ausliefern. Machen wir mal zwei Runden. Vielleicht wird das ja was. Was gibt's denn eigentlich Neues? Weißt du, ich habe eine Nichte in deinem Alter. Sie ist ein kluges Mädchen. Alter, wollen die uns jetzt alle verkuppeln hier oder was? Okay. Ich wollte nochmal fragen, was es Neues gibt. Manchmal vermisse ich Missouri so sehr. Ja. Okay, das mag sein. Nee, wir liefern erstmal Pizza aus und verdienen uns mal ein bisschen Kohle. $30 hätten wir dann gleich und wir machen die 60 nochmal voll, dass wir mal drei Pizzen, dreimal Steak uns holen können. Jawohl, und nochmal Pizza liefern. Wir müssen Ausdauer nochmal trainieren, dass das wieder auf 5 kommt. So, wunderbar, das hätten wir. Dann bitte einmal in den Supermarkt dreimal Schnitzel holen. Ja, ja, komm. Nicht so viel quatschen hier, einfach mal machen. Gut, hätten wir auch. Dann ab nach Hause, zu Fuß und ordentlich trainieren. So, zum einen Ausdauer, zum anderen Geschick. Dann machen wir erstmal Geschick. Geschick ist wichtiger, dass wir das hochkriegen. Level 5 haben wir aber gleich. Das dürfte nicht mehr so lange dauern. Wunderbar, das sieht sehr gut aus, was wir hier machen. So, dann werden wir gleich umswitchen auf Ausdauer. Besser gesagt, wir können ja mal das wieder trainieren. Wir machen das auch mal. Weil hier kriegen wir alles so ein bisschen. Aber in erster Linie Geschick. Also das ist nicht das Verkehrteste. Ausdauer kriegen wir hier auch nebenbei. Nicht ganz so viel, aber ein bisschen was. Wir werden uns nochmal kurz aufs Laufband stellen. Okay, haben aber Hunger. Das heißt, das können wir jetzt gerade nicht. Dann pfeffern wir uns nochmal ein paar Steaks rein. Nehmen wir mal gleich zwei. Und gehen dann nochmal eine Runde aufs Laufband. Mensch, das wird aber hier. Gut, hätten wir auch auf Level 5. Und dann brauchen wir jetzt wirklich noch in erster Linie hier Geschick. Das auf Level 6 zu kriegen, wäre ein Träumchen. Und hier werden wir gleich nämlich wieder runterfallen. Auf Level 4 habe ich die Befürchtung. Also ist nicht mehr ganz so effektiv. Genau, da sind wir bei der Ausdauer wieder auf Level 4. Dann gehen wir nochmal aufs Laufband und holen uns den Level 5 nochmal zurück. Jawohl, hätten wir. Gehen dann hier nochmal auf den Punching Ball. Mensch, wie wir uns hier ins Zeug legen mit dem Training. Da haben wir. So, Geschick wird auf jeden Fall gesteigert. Das hätte ich gerne auf Level 6. Aber das kriegen wir, glaube ich, nicht vom nächsten Kampf hin. Aber schauen wir ruhig mal. So, hätten wir. Was ist hier los? Achso, der Kampf ist heute schon. Gegen wen kämpfen wir nochmal? Ich habe es vergessen. Roy Jackson. 4-2-3 sollten wir definitiv schaffen, sollte drin sein. Ja, natürlich, nehmen wir an den Kampf. So, ab geht's dafür. Zeig, was du drauf hast, Roy. Hoffentlich nicht so viel. So, ab geht's. Wir lassen das Blocken drin, wegen unserem Energiehaushalt. Ich habe die Befürchtung, dadurch, dass wir halt Stärke auf 4 haben, dass wir ganz schön viel verbrauchen. Alter, blocken. Nicht kassieren. Jawohl, und ordentlich austeilen. Und wir haben eine recht hohe Treffsicherheit. Also wir müssten da eigentlich ganz nett dabei sein. Ja, vom Ausdauerhaushalt, er ist schlechter drauf. Da geht es uns ein bisschen besser. Und energiemäßig, also Hitpoint-mäßig, sieht es, glaube ich, bei uns auch gerade besser aus. Also generell
macht erstmal einen guten Eindruck, was wir hier abliefern. Jawohl, ordentlich drauf. Jawohl, nein. Ah, wir haben gut ausgeteilt. Haben wir natürlich auch gut kassiert dafür. Jetzt haben wir mal auf die Matte geschickt, das ist nett. Und dann wahrscheinlich gleich nochmal. Kommt, nochmal nachlegen. Jawohl, da liegt er wieder. Und wir regenerieren natürlich dabei schön die Ausdauer. Das ist perfekt. Da haben wir wieder 100 voll. Theoretisch können wir dann auch mal den Blocken-Skill abschalten und dafür den hohen Tritt aktivieren. Wo haben wir es denn? Hier. Dass wir den dann reinnehmen. Weil ich glaube, dadurch treffen wir natürlich noch viel besser und legen ihn noch schneller flach. Auch wenn es jetzt uns erstmal mehr Ausdauer kostet. Aber das ist natürlich darüber wesentlich jetzt effektiver. So, und gleich haben wir ihn. Den schickt man diese Runde noch auf die Matte. Komm, einer noch. Jawohl, haben wir gewonnen. Sehr schön.